Helene Fischer hat endlich ihr lang ersehntes Album Rausch veröffentlicht. Dazu hat das ZDF am 16. Oktober den Musikfilm Helene Fischer im Rausch der Sinne gezeigt. Hier führte die Schlagersängerin durch ihr neues Album und sprach offen wie nie über ihre Beziehung zu ihrem Freund Thomas Seidel. Hand in Hand ist für sie ein sehr, sehr persönlicher Song, den sie ihrem Freund widmet. Ich weiß, es gibt sowas wie Bestimmung. Also nehme ich es dankbar an, dich nicht mehr zu vermissen. Ich sehe mich in dir, die Gedanken werden laut und ich höre auf zu warten, alles hier, was ich jetzt brauche, heißt es unter anderem in dem Song. Es sei ein Song über meine innerliche Verzweiflung bis hin zu dem Wissen, das ist genau richtig so und das ist anscheinend vom Schicksal so vorbestimmt gewesen, erklärt sie in dem Musikfilm. Natürlich war auch Thomas bei den Aufzeichnungen des Musikfilms mit dabei. Zu wissen, dass diese Person im Raum ist, für die ich diesen Song singe, löst in mir sehr, sehr viele Emotionen aus, erzählte Helene Fischer. Passend dazu zeigten sich Helene und Thomas in Rausch der Sinne dann händchenhaltend auf der Bühne in der alten Schildkrötfabrik Mannheim. Seit 2018 sind die beiden schon ein Paar, doch erst jetzt zeigen die beiden öffentlich ihre Liebe. Mit einem zärtlichen Kuss wird dieser Moment gekrönt. Thomas Seidel und Helene Fischer arbeiteten bereits Ende 2017 zusammen. Seidels Erfahrung als Luftakrobat und Tänzer kommt bei Helenes Show gut zur Geltung. Der Berliner ist dafür verantwortlich, Helene bei waghalsigen Aktionen und Performances zu sichern und zu heben. Gemeinsam standen Thomas Seidel und Helene Fischer auch auf ihrer großen Stadiontournee 2018 auf der Bühne. Vor der Beziehung zu Thomas trennte sich Helene von Florian Silbereisen. Die beiden galten als das Schlager-Traumpaar und waren 10 Jahre ein Paar. Jetzt wird das gemeinsame Liebesglück noch durch ein Kind gekrönt, denn Helene Fischer ist schwanger, wie sie selbst auf ihrem Instagram-Account bestätigte. Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch, denn ich kann voller Stolz sagen, ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht, so Helene auf Instagram. Wie weit Helenes Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, verrät die Atemlos-Interpretin nicht. Es bleibt also spannend, wann das Baby endlich auf die Welt kommt.